It's time for World Underground Wrestling. Also, langsam alle, sollt ihr bitte ruhig sein. Wenn ihr nicht sofort aufhört mit irgendwelchen Geräuschen, dann geht das ja ohne Abo. Letzte Warnung, absolute Ruhe oder der Zanoni geht. Erwischen. Kampf frei. Also ich glaube, einen technischen Kampf werden wir da heute nicht sehen. Eine Klosleit zugestellt von der Boss. Ja, da, wie geht das? Das war ein Flugpost. Oh oh. Ich glaube, der Tor war halt heimlich für DHL, für die Konkurrenz. Ja. Ein Snapper! Du brauchst das Bier nicht umstehen. Mein Finisher ist das Wort. Also, der Feuerteufel. Hoffentlich hat er nicht viel gegessen. Ja, Post! Und ein Schnittmeier! Oh, ein Dropkick von Riesinger Läusel! Das habe ich auch! Das tut jetzt der erste! Und wieder abgekattet. Oh, der ist brutal. Auf die Uhr war schon. Ein schöner Backbody Drop. Wobei der Ansatz von der Donner. Also, das Wiener Publikum ist eindeutig einseitig unfair, es wird jetzt schon gesagt. Donninger, steh auf, mach den Poster fertig, mein Post ist 3 Wochen spät gekommen. Kam auch aus China, muss ich dazu sagen, weil es wurscht. Der Pyjama? Ja, woher warst du? Made in China, echt Plastik. Schwitzt wie Sau drin und trotzdem ist kalt, das ist ganz komisch. Und es konzentriert sich auf den Kampf! Der Dort Donninger macht, andersrum, der Loisel macht den Donninger fertig gerade. Man, den Kampf hätte man gar nicht gesehen, wenn der Zanoni nicht der Vogel wäre, der zeigen muss. Oh, Backdrop! Backpointdrop! Vorsicht! Vorsicht, da geht der Mond auf! Nikola Sen! Da oben ist ein Kinder mit dir! Also, die Post wird bis auf die Unterhose auszogen, oder was?
Aufgabe kriegen. Cool Nelson. Keine Aufgabe. Dominik Abbricher bis stark, jo! Aus, 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 aus! Referee, was ist das? Sieger dieses Kampfes durch Disqualifikation!